habe ich noch nie in meinem ganzen Leben, hatte ich so einen geisteskranken Orgasmus, sage ich dir ganz ehrlich. Geisteskranken Orgasmus? Ja. Also wir können froh sein, dass die anderen gerade nicht da sind bei meinem ganzen Geschrei. Ich hätte das auch gehört. Was machst du da, Kevin? Ich hab Kaffee mitgebracht. Mmh. Ich hatte richtig Hunger. Auf eine Orange. Ja. Aber ich sehe jetzt so sehr, ich schwärme auf dich. Okay. Du bist echt verrückt. Okay, wow. Ich dachte immer nur, das wären Mädels, dass Männer so aufkommen. Hm? Was? Das wären Mädels? Ja. Oh, Baby. Hm? Du bist halt einfach so unglaublich sexy. Ich stehe auf dich, bin die ganze Zeit geil auf dich. Was soll ich denn da machen? Hm, so ist das einfach. Warte mal, ist es bei dir nicht so? Natürlich ist es bei mir so. Wirklich? Ich bin verrückt nach dir. Hm. Gehen wir jetzt mal weiter. Am Morgen verbrannt. Kleinen Frühsport. Boah, ich hab so einen Hunger, wirklich. Puh. Und bei dir ist alles in Ordnung? Ja, bei dir? Ja, die Frage ist, hat dir irgendwas gefehlt oder so? Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Beim Sex? Ja. Nein, das soll mir gefehlt haben. Naja, also irgendwas, hast du irgendwas vermisst? Warte mal. Warum stellst du so komische Fragen? Hast du was? Nein, nein. Hat es dir nicht gefallen? Doch. Habe ich gerade irgendwas Falsches gemerkt? Nein. Ist doch gekommen. Alles ist gut. Ich wollte nur wissen, ob es für dich auch so gut war, wie es für mich war. Wie gut, Babe. Für mich war es gut. Ich bin so hungrig. Für dich war es auch gut. Mir ist kalt. Also für dich war das warum auch ist gut. Es ist hier immer so arschkalt worden. Also war das für dich auch gut. Lass uns frühstücken, okay? War das auch gut? Ja, voll. Guten Morgen. Ich stehen lassen, also das zumindest, ich hab voll Hunger. Ach so. Oh. So. Ja, aber dann räumen wir das hier ab und dann kriegst du. Das ist ja auch verständlich, dass du so viel Hunger hast, weil, ne, den ganzen Leistung, was ihr hier gebracht habt. Aber es scheint ja nicht gut zu klappen. Ja. Hm? Morgen, der Herr. Hey. Warum ist immer früh so eine komische Stimmung? Hä? Haben wir Rührei? Ach so, die beiden brauchen ein bisschen mehr Eiweiß, oder? Also nee. Also Rührei ist leider nicht mehr da. Aber Eier sind auf jeden Fall noch da, ihr könnt euch was machen, aber ja, so viel ist jetzt auch nicht mehr. Aber ich wollte ja eh einkaufen. Ja, die Eier sind im Kühlschrank. Genau, hast du vergessen, da hast du mir ja versprochen, dass du mitkommst, ne Leo? Dass wir zusammen einkaufen gehen? Klar. Mhm. Ja, machen wir. Ja. Und dann lasse ich euch zwei Süßen mal frühstücken. Okay. Bescheid, wenn du willst. Was nein, aber jetzt mal ernsthaft, so ganz mal ins Kost kommen. Oh, ich hab echt Bock wieder auf so einen geilen Kartoffelsalat und Schnitzel oder so. Rindarroulade. Oh, mit Rotkohl. Du kannst das so gut. Geil. Ja. Aber was du nicht gut kannst, ist mir erzählen, was jetzt mit Kevin und dir ist. Wie war's? Ich will's jetzt wissen. Ach so, entschuldigen Sie, Madame, dass ich jetzt meine Orgasmusproblematik nicht offen im Supermarkt kommuniziere, ne? Hallo, wir leben in einem modernen Zeitalter, da redet man halt drüber. Ja. Ja, okay, zugegeben, aber sag mal, wie war das jetzt so? Oh, Kevin, oh nein. Das war ein bisschen eklig. Nein. Verarsch mich immer noch nicht. Wie geht das? Du und Kevin, ihr vögelt mehr als die Kanickel und du hast immer noch nicht einmal einen Orgasmus gehabt? Nope. Zero. Okay, Girl, dann muss ich dir eins lassen, dann fängst du ziemlich gut. Das hört sich schon echt an, oder? Mhm. Habe ich mir ja auch in Übung, ne? Muss man auch mal so sagen. Schade drum. Hallo. Kevin soll nichts merken, okay. Also, außerdem braucht er gar nichts merken, weil alles ist gut. Ich bringe jetzt ja ihre Batterie. Sicher, dass du die nicht brauchst?
erbärmliches Gefühl als Leckerboy. Heute Morgen hat's wieder nicht geklappt mit Orgasmus. Dabei gebe ich mir Mühe, ich tue und mach. Ich leck sogar an einer fucking Orange. Weißt du, damit ich checke. Ja, aber Junge ist ja kein. Da lebe ich auch nicht. Ich dass sie keine Orange ist. Aber ich gucke mir sogar YouTube-Videos an, wie ich es am besten meiner Freundin besorge. Und es geht auch nicht klar, obwohl ich hier mache. Und du verstehst du das? Ich bin verzweifelt. Ja, ich verstehe das, aber. Ey, redet Kevin gerade mit Lilly über eure Orgasmusprobleme? Ja. Mit Lilly. Ey, so immer ohne Scheiße, das ist ja wohl ein bisschen unsensibel von ihm. Warum ausreden mit Lilly? Ich mag Lilly, du weißt, aber... Moment mal, eine Sache... Woher weiß Kevin das überhaupt? Jo. Oh nein, was genau das wollte ich nicht, dass das passiert. Ja gut, aber vielleicht war es bei den beiden genauso wie uns gerade einfach so zufällig. Keine Ahnung. Aber guck mal, wenn er jetzt er weiß es ja selber, dann ist doch jetzt der richtige Zeitpunkt, mit ihm mal darüber zu sprechen. Nein. Du hast ihn doch gerade gehört, er hat jetzt schon total verunsichert gewürzt. Und nee, ich will kein Drama oder kein Riesenproblem schaffen, wo überhaupt gar keins ist. Ich werde einfach beim nächsten Sex einmal so eine richtige Schippe drauflegen. Ja, ich werde so laut stöhnen, dass Kevin denkt, ich habe den krankesten Orgasmus meines Lebens. Und dann, Mann, der braucht das. Der muss sich halt wieder geilste fühlen. Und dann ist alles wieder perfekt, so wie vorher. Ja, genau. Gut, wie du meinst. Aber dann wäre vielleicht heute Nachmittag direkt der perfekte Zeitpunkt, um genau das umzusetzen. Warum? Stevie ist beim Bewährungshelfer, Lilly muss arbeiten, ich bin im Packum, wenn es hier ist. Heißt, du und Kevin habt die ganze WG für euch. Also, go for it. Wow, ich meine, wow, das war der Hammer. Das war der Oberhammer, Kevin. Das war gigantisch. Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben, hatte ich so einen geisteskranken Orgasmus, sage ich dir ganz ehrlich. Wow. Ein geisteskranken Orgasmus? Ja. Also wir können froh sein, dass die anderen gerade nicht da sind bei meinem ganzen Geschrei. Weißt du, bei der Arbeit? Ja, und wo wart ihr? Fleißig. Im auch bei der Arbeit. Aber witzig, Alter, als hätten wir uns abgesprochen, wirklich. Ich dachte, wir uns einfach hier komplett an. Also du kannst mir jetzt ruhig die Wahrheit sagen. Ich meine, ich weiß, wann du lügst und ich kenne dich jetzt schon lange genug. Und dass du gigantisch als Wort nimmst, dass du einen Orgasmus hattest. Du kannst dich selbst verarschen mit. Was redest du da? Es war mega. Wirklich jetzt, es war richtig... Ich möchte nicht angelogen werden. Sag doch einfach die Wahrheit, dass du keinen Orgasmus hattest. Ich bin nicht dumm. So ein Kinderlitz. Ja, mein Gott. Ja, du spielst mir was vor. Was ist das für ein Kacke, Alter? Jetzt mal ernsthaft. Weil ich dir kein scheiß Gefühl geben will, okay? Dann ist es halt so, ja, mein Gott, ich hab gerade gelogen, ich hatte keinen Orgasmus. Mein Gott, okay. Danke, geht doch. Habt ihr das auch gehört? Oh nein, ich hab ihr gesagt, wir sind heute Nachmittag alle nicht da. Ich hab Sturm frei. Okay, er versucht sein Glück. Mein Schutz liegt nicht an dir. Das Ding ist halt einfach nur, dass ich noch nie einen Orgasmus bei einem Mann hatte. Nein. Bei Olli nicht, bei Toni genau, nicht, das ist lächerlich. Bei Nico nicht. Oder wie heißt er bei Nick? Sag doch, du lügst mich jetzt wieder an, oder nicht? Nein, du musst ja, doch nur einen Orgasmus gehabt bei meinem Sex. Ich schon wieder an, okay? Ich hatte nur mit Boden Orgasmus bisher. Das ist mir unangenehm genug, okay? Also hör auf jetzt. Baby, bitte. Mach da jetzt kein Riesenproblem draus. Komm, wir trinken jetzt. Staubig. Ja. Oh, hi. Leo, hi. Du bist auch zu Hause. Es geht. Wusstest du, wie gut man den Kopf abstauben kann? Ja. Okay, die sind. Habt ihr das ja schon gelesen? Das Magazin hier ist richtig gut. Das ist richtig gut. Ja, dann. Das ist alles über Sport. Gar nicht. Man hat ein bisschen gehört. Haben wir gar nichts gehört. Also eigentlich kaum so. Ja, genau. Wir haben nur die Stimmen so geholt. Ich weiß, wir wollten also. Ja. Ich war hier so richtig konzentriert. So ja. Gut. Was essen? Sollen wir was essen? Ich mach was zu essen. Und vielleicht auch was trinken. Ja. Ich lese einfach hier. Ich schlafe noch weiter ab, ne? Jo.
Sag's cool. Ja gar nichts. Jetzt weiß die komplette WG, dass ich ein Lappen bin, dass ich dir nicht besorge. Wow, das könnte ja nicht schlimmer werden. Nein, hallo. Aber nein, weil du so ein Drama hier draus gemacht hast. Weil du mich angelogen hast. Ja, ich hab ein Drama draus gemacht. Du hast ein Drama. Ich mach kein Drama draus, okay, du hast mich angelogen. Und jetzt weiß die ganze WG, dass ich hier ein Lappen bin, Mann. Also erstmal bist du kein Lappen, denn es liegt einfach nur an mir, weil ich mich nicht fallen lassen kann. Und ja, das war gerade eine unangenehme Situation von den anderen, aber mein Gott, das weiß sowieso schon jeder. Lea weiß es, Lilly weiß es ja offensichtlich auch, deshalb ist es doch egal. Weißt du das mit Lilly? Ja, Babe, es spielt doch gerade gar keine Rolle. Das Wichtigste ist einfach doch nur, dass wir beide zusammen sind, dass wir uns lieben. Und dass ich den Sex trotzdem total mit dir genieße. Versprochen. Hallo, guck mich mal an. Baby, alles ist gut. Bitte, Mutter ist kein Drama draus. Können wir es trotzdem weiter versuchen, bitte? Klar. Warte, jetzt sofort? Ja, ich habe eine Taktik. Okay. Ich fand's richtig gut, Babe. Und du musst meine Frage jetzt beantworten. Sag's ehrlich, bist du gekommen? Babe, wir wollten jetzt nicht die ganze Zeit drüber sprechen, okay? Also. Also heißt es nein? Ich geh jetzt in die Küche und hol uns was zu trinken. Was heißt denn? Okay, ich hab schon richtig krassen Hunger. Was machst du? Na, jetzt mal. Ja. Ja. Und? Was? Kurze Frage. Stimmt das, was Paco gesagt hat, dass du noch nie einen Orgasmus bekommen hast? Ey. Das habe ich nicht ganz genauso gesagt. Doch schon. Okay, das geht hier schnell rum, Mensch. Sorry, Maus, aber ich habe nur zugezählt, okay? Außerdem stimmt es auch gar nicht so, okay? Ich hatte schon einen Orgasmus, sogar schon mehrmals. Nur halt mit einer Frau und nicht mit einem Mann. Ich dachte, du bist eine Hete. Ist das nicht voll belastend, so? Ja. Und Maus, du stehst doch auf Männer, oder nicht? Wir verstehen einfach nicht, warum das nicht so klappt. Du bist doch voll die hübsche Frau. Und wir machen uns ein bisschen Sorgen, weil du den ganzen Spaß verpasst. Weißt du, was man... Zu schüchtern? Er tut dir gerade so, als wäre es das Schlimmste der Welt. Der Sex ist ja trotzdem gut, also... Ja, aber wenn man nicht kommt, das ist doch der Sinn der Sache. Dann gibt's ja kein Ziel oder so. Weißt du, du musst es richtig genießen können. Ja. Ja. Aber, was noch nicht ist, das kann ja noch werden, ne? Deshalb muss ich jetzt ganz schnell zurück zu Kevin. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß. Ja, wir drücken dir die Daumen. Ja, danke. Viel Gas. Mal geschmeckt. Ramazamba. Geht's Schakalaka. Und sei nicht zur Schüchter. Wolltest du nicht was zu essen holen? Kevin, ich will das wieder schaffen. Ich will den krassesten Orgasmus meines Lebens mit dir bekommen. Okay? Ja. Und ich möchte, wenn man seine das schafft. Okay, aber nicht mehr heute. Okay, ich kann mich nämlich kaum noch bewegen und die kleine Maus trinkt eine Pause. Sorry. Morgen, okay? Aber wir schaffen das, ja? Okay. Hat deine Tante dir keine Schlüssel da gelassen? Ich bezweifle, dass es diese Tante überhaupt gibt, der diese Villa gehört. Ja, okay. Vielleicht ist es nicht meine Tante, aber ich kenne die Leute, die hier wohnen. Das ganze Villa, sorry.